Ich behandle heute eine Aufgabe zur elektrischen Leitfähigkeit. Zunächst muss man wissen, dass Essigsäure eine schwache Säure und somit in Wasser nur unvollständig dissoziiert. Und die Aufgabenstellung lautet, 0,1 Mol Essigsäure werden mit Wasser auf ein Volumen von 10 Liter verdünnt. Die entsprechende Lösung hat eine elektrische Leitfähigkeit von 0,14 Millisiemens pro Zentimeter. Und davon soll dann der Dissoziationsgrad Alpha und der pH-Wert der Säure berechnet werden. Zunächst habe ich die Grenzleitfähigkeit ermittelt durch Addition der entsprechend tabellierten Ionenleitfähigkeiten. Dann habe ich die Äquivalentleitfähigkeit berechnet, indem ich die elektrische Leitfähigkeit durch die Einwaagekonzentration geteilt habe. Das Ergebnis ist dann 14 Siemens Siemens mal Quadratzentimeter pro Mol. Anschließend habe ich die Dissoziationskonstante Alpha berechnet, indem ich die Grenzleitfähigkeit durch die Äquivalentleitfähigkeit geteilt habe. Um den pH-Wert zu berechnen, benötige ich die Säurekonstante. Die Säurekonstante wird berechnet durch das Ostwaldsche Gesetz, in das ich dann die entsprechenden Werte eingetragen habe und ausgerechnet habe. Anschließend habe ich die Protonenkonzentration berechnet, welche durch den Dissoziationsgrad mit Multiplikation von der Einwaagekonzentration berechnet wird. Aus der Protonenkonzentration kann man dann ganz einfach den pH-Wert berechnen und das ist dann der negativ-dekadische Logarithmus von halt dem entsprechenden Wert 3,6 mal 10 hoch minus 4 und somit ergibt sich ein pH-Wert von 3,44.